Versprechen. Eine Fanfiction geschrieben von Janie Ohio. Veröffentlicht auf fanfiction.net. Ein Link zu dieser Fanfiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Harry steht mit seiner Hand auf dem Tor des kleinen Lattenzauns. In diesem Moment fühlte es sich bedeutsam an, als stünde er vor einem Abgrund wenn er sich nur dazu aufraffen könnte, vorwärts zu gehen, einfach das Haus zu betreten. Es sollte nicht so schwer sein. Nichts davon sollte es sein. Es war drei Wochen her, dass sich alles geändert hatte. Drei Wochen, zwei Tage und ungefähr acht Stunden, seit er den Zauber gewirkt hatte, der woldemort bezwungen hatte. Der Zauber, der einen Mann getötet hatte. Drei Wochen, zwei Tage, und ungefähr elf Stunden, seit Terry den verbotenen Wald betreten hatte, begleitet von den Gespenstern seiner Eltern Sirius und Remus. Drei Wochen, zwei Tage und knapp elf Stunden, seit er starb. Warum fühlte sich dieser Gang zu dem kleinen Haus mit den blauen Fensterläden noch beschwerlicher an als der durch den Wald? Am anderen Ende dieser Reise wartete nichts Unheilvolles kein böser Zauberer oder der sichere Tod. Nur Schuld. Schuld. Sie war in diesen Tagen alles verzehrend. Mit jeder Beerdigung, der er beiwohnte, jedem trauernden Gesicht, das er sah, wuchs dieses Gefühl und nagte an ihm. Aber hier, in diesem Haus, wartete das Einzige, was er sich nie verzeihen würde. Er hatte es verdient, sich dem zu stellen, ihm mussten seine Fehler vor Augen geführt werden, ausgebreitet wie Beweismittel in einem Gerichtssaal. Er stieß das Tor auf und trat hindurch. Jeder Schritt kam ihm wie eine Ewigkeit vor. Seine Stiefel klackten auf dem Weg, als er sich der dunkelblauen Tür näherte, an der ein in schwarzem Musselin gewickelter Kranz hing, ein Zeugnis dessen, was ihn dort erwartete. Harry straffte seine Schultern, holte tief Luft und klopfte. Als sich die Tür öffnete, erschien die Frau vor ihm wie eine Hülle ihres früheren Ichs. Der silberne Faden durch ihr dunkles Haar war irgendwie klarer als das letzte Mal, als Harry sie gesehen hatte, nur wenige Wochen zuvor bei der Beerdigung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns. Die Trauer hatte ihre Lebenskraft erschöpft, ihre grauen Augen waren müde und rot. Du bist gekommen. Harry nickte. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich ich wusste nicht, ob du mich sehen wolltest. Ihre Lippen zogen sich zusammen, aber sie trat zurück und lud ihn wortlos in ihr Haus ein. Harry war bisher nur einmal in diesem Haus gewesen, in einer schicksalhaften Sommernacht vor fast einem Jahr. Es fühlte sich an wie vor einer Ewigkeit. Der Raum war jetzt anders, kleine schilder die überall verstreut waren zeigten ihre veränderten umstände an eine winzige socke auf dem antiken couchtisch eine kleine wiege neben einem stuhl in der ecke eine muggelbabyschaukel die langsam und rhythmisch hin und her schwingt und bei jedem schwung klickt klick klick harry starrte dafür war er gekommen für ihn war er gekommen er war der Grund, warum Harry sich selbst beschimpfte, ein kleiner Junge, der seine Eltern verloren hatte, bevor er sie jemals kennengelernt hatte. Eltern, die ihr Leben gegeben hatten, indem sie Harry zu Hilfe kamen. Und er war zufällig Harrys Patensohn. Harry hatte den Jungen noch nicht getroffen, seine Großmutter Andromeda, die gerade an der Tür stand und Harry genau beobachtete, hatte das Kind bei einem Nachbarn gelassen, anstatt es mit zur Beerdigung zu bringen. Sein eigener Patensohn. Doch Harry hatte ihn nie getroffen, nie gesehen, nie in den Armen gehalten. Er war der Auslöser dafür, dass der Junge keine Eltern mehr hatte. Klick, Klick, Klick. Kann ich dir einen Tee bringen? Andromedas Stimme war förmlich und steif. Nein, danke. Er konnte ihren Blick auf sich fühlen, das Starren, aber er konnte seine Aufmerksamkeit nicht von der Schaukel abwenden. Das leise Klicken hallte durch seinen Kopf und zählte jeden Fehler, den Harry gemacht hatte, und jeden Moment, den er mit diesem Kind bereits verloren hatte. Es ist meine Schuld, flüsterte er schließlich mit hängenden Schultern. Harry, Schließlich sah er von der pendelnden Schaukel weg, aber Andromeda starrte auf ein Porträt an der Wand, Tonks in ihrer Aurorenuniform. Ich kenne dich nicht gut, aber Remus und Dora haben dich aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Sie wussten, dass sie es vielleicht nicht schaffen würden. Aber wenn ich mich schneller bewegt hätte, wenn ich. Nein, ohne wenn und aber. Hier geht es nicht um dich, sei kein Narzisst. Ihre Stimme war jetzt streng, fast hart. Du bist nicht der Mittelpunkt von allem. Harry holte tief Luft, als hätte man ihn geschlagen. Ein Narzisst? War er das? Sie drehte sich um und er begegnete ihrem Blick. Ihre Augen waren denen ihrer Cousine so ähnlich, so wie Harrys Patenonkel. Hier geht es um ihn, das Baby da drüben. Sie klang fast wütend und ihre Augen blitzten. Seine Eltern haben dich ausgewählt, weil sie wussten, dass du ihm beibringen würdest, ein guter Mann zu sein. Wenn er sie vermisst, wenn er jemanden braucht, der ihn versteht, wird er dich haben. Sie haben dich ausgewählt, weil niemand dieser Aufgabe so gerecht werden wird wie du. Eine Träne lief ihm über die Wange und er wischte sie weg. Ich weiß nicht, wie ich mich um ein Baby kümmern soll. Ich habe noch nie eins gehalten. Klick. Klick. Ihre Lippen zuckten, und er sah jetzt Tonks in ihr, diese vertraute, schelmische Belustigung. Nun, deshalb bin ich hier. Wir machen das gemeinsam. Sie trat zu dem ruhigen Kind hinüber. Sie stellte den Schalter aus, um die Schaukel zu stoppen, und dann nahm sie das Kind in ihre Arme und drehte sich zu Harry um. So, wies sie ihn an und bewegte Harrys Arme mit ihrer freien Hand in eine Wiegeposition jetzt werde ich ihn in deine arme legen und du mußt seinen kopf stützen es ist am einfachsten wenn du seinen kopf einfach in deiner ellbogenbeuge ruhen lässt harry holte tief luft und nickte soll ich mich nicht hinsetzen oder so wenn du möchtest äh, ja ich glaube schon er deutete auf das fragliche sofa und sie nickte also setzte er sich und machte es sich bequem, bevor er seine Arme wieder in die Position brachte, die sie ihm gezeigt hatte. Okay, bereit. Andromeda legte das Baby in Harrys Arme, und alles veränderte sich, genau wie er es vorhergesagt hatte, bevor er hereinkam, nur war es nicht so, wie er es erwartet hatte. Er hatte Trauer erwartet, er hatte mit Schuldgefühlen, harten Worten und wütenden Augen gerechnet, Stattdessen war es, als wäre etwas geheilt. Nur ein bisschen. Klick. Die Schaukel machte dieses Mal nicht das Geräusch. Es war etwas in Harry. Etwas in dieser kleinen Gestalt kuschelte sich in seine Arme. Teddy öffnete seine Augen und begegnete Harrys Blick, als wäre Harry die ganze Zeit da gewesen. Als wäre er genau dort, wo Teddy ihn erwartet hatte. Ein Kloß bildete sich in Harrys Hals, als er das Baby betrachtete. Er konnte Tonks herzförmiges Gesicht und Remus' breite Augenbraue erkennen. »Hey, Teddy«, flüsterte Harry, »ich bin Harry, dein Pate.« Er bewegte vorsichtig seinen freien Arm nach oben und fuhr mit einem Finger über Teddys weiche Wange. Teddy gluckste, blinzelte und dann bildete sich ein kleines Lächeln auf den Lippen des Babys. Harrys Herz machte einen Sprung. Er hatte es geschafft, er hatte das Baby zum Lächeln gebracht. Ist das echt? Hat er wirklich gelächelt, oder waren das nur Blähungen? Ich hab gehört, Babys haben manchmal Blähungen, die wie ein Lächeln aussehen. Andromeda kicherte. Er ist jetzt fast zwei Monate alt. Es war wahrscheinlich ein Lächeln. Sich in die Situation hinein entspannend, begann Harry zu sprechen. Du bist einfach furchtbar süß, weißt du? Ich kenne nicht viele Babys, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so bezaubernd sind wie du. Er bewegte seinen Finger nach unten, um Teddys kleinen Bauch zu kitzeln, und das Geräusch, das herauskam, drängte Harry zum letzten Schritt. Klick. Teddys Lachen erhellte den Raum, und alles um Harry herum erhellte sich um einen Hauch. Oder vielleicht war es nur die Tatsache, dass Teddys Haare in diesem Moment hellblau wurden und alles heller erscheinen ließen. Wahrscheinlicher erkannte Harry, war es, dass er zum ersten Mal seit längerer Zeit, als er sich erinnern konnte, Glück empfand. Wirkliches Glück. Nicht nur Erleichterung oder Trost oder Selbstgefälligkeit, sondern echte Freude. Es war, als würde man einen Mantel der Dunkelheit ablegen und ins Licht treten. Es war ein berauschendes Gefühl, und er fing an zu lachen. Ein leises, blubberndes Geräusch, das aus seinem Bauch aufstieg und so verstohlen durch seine Brust drang, daß er überrascht war, als es aus seinem Mund fiel. Harry sah zu Andromeda auf. Seine Gedanken drehten sich voll Verwirrung. Ich liebe ihn. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt, aber ich glaube, ich liebe ihn schon. Ist das möglich? Sie setzte sich neben Harry und spielte mit den kleinen Füßen, die über Harrys Arm baumelten. Magie. Babys sind magisch. Wusstest du das nicht? Harry lächelte, aber Tränen vermischten sich mit seiner Freude. Er umarmte das Gefühl, genauso wie er Teddy umarmte. Ich schätze jetzt, weiß ich es, murmelte er und wischte sich das Gesicht an der Schulter seines Pullovers ab. Ich möchte so oft hier sein, wie er es braucht. Ich werde nicht im Weg stehen, aber ich möchte für ihn da sein. Andromeda's Augen sahen genauso feucht aus wie seine eigenen, aber sie schienen auch ein bisschen heller zu sein. Sie nickte und nahm Harrys Hand. Es ist mehr als in Ordnung. Harry beugte sich hinunter und platzierte einen Kuss auf Teddys weiches Haar. Ich werde hier sein, kleiner Mann. Ich verspreche es. Er schloss die Augen und dachte über diesen Moment nach, über teddy in seinen armen und er schwor sich dasselbe ich werde da sein das verspreche ich ende